Mein Name ist Pascal Meiser, ich bin Bezirksvorsitzender der Linken hier in Friedrichshain-Kreuzberg und es ist mir eine Ehre, heute Abend im Namen der Veranstalter durch den Abend führen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam hier einen interessanten, lehrreichen Abend erleben werden. Veranstalter heute Abend sind neben der Linken Friedrichshain-Kreuzberg und der Linken hier in Kreuzberg, also des Ortsverbandes, auch der Verein AKEBI e.V., für den Akin Erdogan auch hier vorne sitzt. Wir sind sehr froh, dass diese Veranstaltung heute hier zustande gekommen ist. Knapp 100 Jahre nachdem die systematische Vertreibung und Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich begonnen hat. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir heute Abend hier einen äußerst kompetenten Referenten haben, den auch schon vieles mit Kreuzberg verbindet, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben. Er hat ja auch einige alte Bekannte hier gleich getroffen. Begrüßt mit mir ganz herzlich hier Jürgen Gottschlich, der ein Buch veröffentlicht hat, das tatsächlich erst seit 2 Tagen auf dem Markt ist, eben unter dem gleichen Titel Beihilfe zum Völkermord, Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier, erschienen im Christoph Links Verlag. Herzlich willkommen, Jürgen. Vielen Dank. Wir testen noch ein bisschen die Technik hier im Zwiespiel. Ich hoffe, ihr versteht uns alle gut und wenn ihr irgendwie ein Problem habt, das zu verstehen, müsstet ihr ein Signal gehen, aber ich denke, die Akustik ist insgesamt sehr gut. Ich will gar nicht lange hier eine inhaltliche Vorrede halten, weil Jürgen das alles viel, viel besser kann als ich. Ich möchte an der Stelle nur 2, 3 Worte noch zu Jürgen selbst verlieren. So viel gehört sich an dieser Stelle. Jürgen, Jahrgang, ich gucke nochmal, 54, wenn ich es richtig abgelesen habe. Ja, das hast du gerade in Runden hinter dir. Ja. Also nachträglich alles Gute zum Geburtstag an dieser Stelle. Studium der Philosophie und Publizistik in Berlin und dann 79 Mitbegründer der taz und Mitbesetzer, wie wir gerade noch festgestellt haben, des ein oder anderen Hauses hier in Kreuzberg. Er gehörte, auch das gehört zur Wahrheit, zu den Verhandlern. Also das hat er nochmal im Vorfeld gesagt und hat auch deswegen heute noch eine Wohnung hier. Ja, war danach bis 1993 für die taz tätig, zuletzt als stellvertretender Chefredakteur sogar. Ja, ja. Hat aber dann mehr und mehr Reportagereisen in die Türkei begonnen und seit 1998 ist er fest in Istanbul und dort als Korrespondent aus der Türkei einer derjenigen, die die dortigen Ereignisse sehr aus erster Hand begleiten und auch von dort berichten. Ich denke, Jürgen ist der Richtige, um uns hier heute für unsere Fragestellung das Beste sozusagen hier vorzustellen, was man aktuell zu dem Thema finden kann. Wir haben uns bewusst entschieden als Veranstalter, dass wir in dem Jahr des 100-jährigen traurigen Jubiläums des Beginns des Völkermords an den Armeniern den Scheinwerfer ein wenig weg auf die innertürkische Auseinandersetzung und Debatte über diese Frage richten wollen, sondern auf die Frage, wie sieht es eigentlich hier heute aus in Deutschland? Wie wird diesen Ereignissen heute gedacht und welche Rolle hat eigentlich das damalige Deutsche Reich bei diesen Ereignissen gespielt? Weil das sicherlich eine Frage ist, die bis heute unterbelichtet ist. Und wir sind froh, dass Jürgen heute hier quasi eine Premiere hat, nämlich sein neues Buch heute hier vorzustellen. So viel von mir zur Vorrede. Wir haben zum Ablauf verabredet, dass Jürgen, wir haben gesagt, eine Dreiviertelstunde bis Stunde, einen doch tiefergehenden Einblick in die Thematik gibt, mit Auszügen aus seinem Buch verbunden und wir danach gemeinsam zu Fragen und zur Diskussion kommen. Ich hoffe, das ist in euer aller Einverständnis, wenn nicht, müsst ihr an der einen oder anderen Stelle ein Signal geben. Wir wollen insgesamt nicht länger als 2 Stunden hier heute zu dem Thema gemeinsam diskutieren. Wenn es danach noch Fragen gibt, gibt es bestimmt die Gelegenheit, das auch nochmal bilateral dann im Nachgang zu machen. So viel von mir vorweg. Ich übergebe an dich, Jürgen. Bitte.